Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Yes, richtig. Es läuft aktuell das Light Deck Event. Das hatten wir schon mal. Und wie letztes Mal auch, würde ich einfach pro Duell eben eins dieser Decks durchgehen. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch genau die drei Siege dann. Wie im letzten Light Deck Event auch. Ich habe diese Decks noch nie zuvor gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ach du Scheiße. Okay, sieht aus, als ob er dasselbe Deck spielt wie ich. Aber ich denke mal, meine Karten sind deutlich schlechter. Oh Mann. Das Muster. So, die beiden setze ich mal. Ich habe die mir nicht durchgelesen, weil ich so cool bin. Und hoffe einfach auf den richtigen Moment. So, die Karte kann ich reaktivieren. Ja. Ich habe keine Ahnung welche. Ich nehme mal den Deck auf die Hand nehmen. Ja, warum nicht? Hey, ich habe keine Ahnung. Die ist eigentlich besser, wie es aussieht. Kann nicht. Das ist vom extra Deck. Okay, dann ist diese Karte auf jeden Fall unbesiegbar. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Dogmatica Katastrophe habe ich nicht. Verdammt. Habe ich einen falschen genommen. Also die letzte Leih-Duell-Folge lief ganz gut für mich. Mal schauen, ob ich diesmal auch so viel Glück habe. Jetzt kommt was Krasses. Z-Magier, den kenne ich doch. Du kannst alle Karten zerstören, die der Gegner kontrolliert. Mist. Das bringt eigentlich gar nichts. Aber außer der wird halt zerstört, da habe ich ihn auf dem Friedhof. Und vielleicht kann ich ihn auf dem Friedhof irgendwas mit anstellen. Keine Ahnung. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Nein. Na gut, war ein Versuch wert. Und ich habe jetzt auch ein paar Karten auf dem Friedhof, deshalb. Aua. Wie werde ich die... Mann, wie werde ich den jetzt los? Und ich muss den jetzt loswerden, sonst habe ich verloren. Und ich habe... Was ist das? Was soll ich mit dem alles? Was soll ich damit? Also... Das ist Ausrüstung. Okay, dann mache ich mal zuerst das. Und hole mir mal, ich hab keine Ahnung, ich brauche mal die Katastrophe, so, ich hole mir jetzt mal die Katastrophe, so. Und bringt nichts, weil der kann ja nicht zerstört werden. Ich muss etwas nehmen, wo ich ihn auswählen kann, aber nicht zerstören. Nein, kann ich auch nicht. Mann, ich habe ganz viele Effekte, mit denen ich Karten zerstören kann, aber der ist ja immun dagegen. In Höhe der Hälfte der kombinierten ATK jener Monster, die auf dem Friedhof gelegt wurden. So, jetzt brauche ich Fett ATK, damit er ja die Hälfte davon erhält. Und die haben alle 8. Und ich heißt, ich kann nur einen auswählen. Mano! Dann nehme ich mal den. Das reicht aber noch nicht. Das reicht bei weitem noch nicht. Wieso hat er keine ATK erhalten? Friedhof gelegt wurden, aber wie sieht sich das auf diesen Effekt abfangen? Ich dachte, es wird man, beschworen gemacht. Ja, okay, meinetwegen. Bringt gar nichts, aber was soll's. Ja, mein Deck meinetwegen. Ja, das ist wieder zerstören. Das ist wieder mit Zerstörung. Keine Ahnung, mache ich auch. Scheiße. Schnell! ich verliere gleich so oder so. Schnell! Irgendwas! Hilfe! Ich mache einfach irgendwas! Kaka! Bitte! Ich verbanne jetzt einfach mal, keine Ahnung! Das Duell ist ja eine reinste Katastrophe! Ja, keine Ahnung! Weit weg! auswählen irgendwas, keine Ahnung, zack. Und jetzt das. Schnell. Los.
Okay. Okay, durch Zeit habe ich doch nie verloren in diesem Spiel. Das war so lustig. Oh Gott, das war eine Reizekatastrophe. Ach du Scheiße. Oh, peinlich. Ach du Scheiße. Und ich sage nochmal Anfang hier. Ja, das lief ganz gut. Letzte Folge wird bestimmt diesmal auch gut laufen. Und dann so passiert sowas, Alter. Okay. Ich kenne die auch wieder alle nicht. Der spielt auch dasselbe Deck wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Wieso spiele ich alles gegen Leute, die dasselbe. Okay, ja, ist eigentlich der ganze Sinn dieses Turniers, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich zweimal hintereinander genau von den drei Decks, die zur Verfügung stehen, gegen diejenigen Spieler, die dasselbe Deck nehmen? So. Boah, wow, krass, krass. Gegner. Ui. Geht noch weiter. Ey, mach. Wow, krass. Ey, wissen die alle, was sie hier machen? Weil ich weiß es nicht. Digga, komm schon. Hatten wir den nicht gerade schon? Was macht für einen Sinn, den jetzt nochmal zu beschworen? Materialien hat er immer noch nur zwei. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hat er den jetzt nochmal beschworen? Den hat er ja doch schon. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe nochmal das, keine Ahnung. Den kann ich benutzen. Boah, Gott, Kinders. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme den. Abwerfen. Jetzt habe ich einen. Jetzt müsste ich aber einen bekommen. So. Wem werfe ich ab? Den will ich in der Hand behalten. Okay, dann nehme ich den. Ui. Der hat ja von denen genommen. Keine Ahnung. Ich nehme mal den. So, jetzt müsste ich den aktivieren. Genau. Ich habe keine Ahnung, warum übrigens gerade 3600 ATK hat. So, und jetzt müsste ich. Bohne und ihre Nacht und oder so. Okay. Aber wenn ich das aktiviere, macht er sein Ding. Ja, dann aktiviert er den Effekt. Ich darf das also eigentlich nicht machen. Oh, ich kann ihn einfach angreifen. Das kann ich natürlich auch machen. Ich beschwöre ich jetzt einfach mal. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum er so viel ATK hat. Ich weiß es wirklich nicht. Nehme ich den. Wenn die in das Deck das Bild zurückgelegt werden soll. Aktuell brauche ich ja Super Poly nicht. Den brauche ich auch nicht. Ja, komm, machen wir den weg. Jetzt kann ich auch diesen König beschwören, ne? Aber ich will die ATK nicht verlieren. Mache ich eine Main Phase 2. Okay. Jetzt hole ich mir den. Und bete mal, dass ich die ATK noch behalten darf. Nö, tue ich nicht. Mache ich das? Ja, ich weiß. Ja, warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Den. So, komm. Okay, jetzt genug. Nochmal verliere ich wegen der Zeit nicht, ey. Schon wieder? Hör mal auf jetzt. Nein, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr zu lesen. Kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Mann, ich will das Schiff hier zurück. Das Schiff war viel geiler. So, ich habe es hier wenigstens halt erhalten. Das muss ich nutzen. Jo. Ich mal sehen. Keine Ahnung. Hallo. Also, ich kann nichts machen. Aber solange die Zeit nicht gegen mich läuft, meinetwegen. So, geht doch. Wö, 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 wö. Wö.
Wieso? Wieso? Das zählt nicht. Das lief ausnahmsweise mal gut für mich und dann gibt das Spiel mir sowas. Nö, das zählt nicht. Nö. Was für Verbindung fehlgeschlagen, ey. Nö. Wo ist mein Handy? Ich werde jetzt die Verbindung vom Handy überprüfen. Ach, da ist mein Handy. Nö, ich habe noch Verbindung. Das Spiel ist aber nur dumm. Das ist, was für eine Kacke, Alter. Verbindung fehlgeschlagen. Ich hab die Verbindung. Ich hab doch eindeutig Internet. Und ey, dieses Kackspiel, Alter. Der gibt mir jetzt noch nicht mal irgendwelche Belohnungen fürs Kämpfen. Und ich meine, ich hab doch hier eindeutig Internet. Sonst könnte ich ja nicht das alles hier aufrufen. Duell, zack. So, hier. So ein dummes Spiel, Alter. Also die Niederlage zählt nicht. Vor allem, das lief sogar eigentlich besser für mich diesmal. Das hätte ich vielleicht zum Sieg machen können. Auch wenn ich nicht verstanden habe, wie, beziehungsweise wieso dieses Schiff so viel ATK hatte. Ich habe wirklich nicht verstanden. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Lass mich raten, ich spiele jetzt auch wieder selber deckfähig. Pendulum. Oh Gott, Alter, so viel lesen. Ich kann das nicht. Vor allem nicht bei der Hitze. Und er spielt, ja, wieder dasselbe Deck. Alter, wie hoch ist die Chance, dass ich alle drei Duelle gegen dasselbe Deck spiele? Also, Mirror Match halt. Wie hoch ist die Chance? Einmal pro Spielzug. Aber der Spielzug ist doch gleich vorbei, wenn er jetzt sein Ding abgibt, oder? Schauen wir mal. Den kann ich erstmal genauso beschwören, wie der das gemacht hat. So, 7, 2, 3. Okay, da kommt der einmal in die Pendel. Gut, und wer hat das höchste? Du. Gut. Jo, dann mach mal Pendelbeschwörung. Ach so, stimmt, weil ich jetzt, ich bin so behindert. Ja, war mein Fehler. Ach, das war dumm, ich hätte in der Mainphase 2 machen sollen, aber gut. Was kann ich hier machen? Hier, die Linkmods sehen jetzt nicht so interessant aus. Das Versuchsmonster sieht krass aus. Okay. Naja, gut, schlimm. Kann man schon irgendwie durch. Sofern ich wieder die Verbindung abreißt, was einfach nicht stimmte so. Meine Verbindung war nicht weg. Nur das Kackspiel war mir wieder kacke, ey. Die Sache, wenn ihr jetzt in Verteidigung dreht, komme ich da nicht durch. Außer ich brauche. Ja, ich brauche einfach noch einen Monster einfach. Haha. Was war der? Sei findest du deine Pendelmonster. Hat er jetzt. Also kann im Grunde jetzt dasselbe jetzt beschwören. Aber er muss im Notfall einfach den in Verteidigung drehen, schon hat er was aufgebaut. Da muss ich dann gucken, wie ich da durchkomme. Aber er hat 1000, der hat 1100. Das heißt, ich kann einen mit einem von denen dann durchbrechen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das sind die Server. Das ist nicht mein PC. Ja, ich teste es mal, indem ich auf YouTube gehe. Jo, funktioniert. Das ist das Spiel. Das sind die Server. Das bin nicht ich. Meine Internetverbindung ist stabil. Was für Deutschland ein Wunderwerk ist, aber ist halt so. Ja, also wow. Geil. Was für eine Scheiße, Alter. So ein Scheißspiel, ey. Ich bin gerade richtig pissed, Alter. Die haben Kack-Server und es ist keine Ahnung, wie viel Grad hier drin. 40 oder so, keine Ahnung, ey. Ich würde diese Folge am liebsten einfach gar nicht hochladen. Ey, aber so, ganz ehrlich, sowas ruiniert wirklich den Spaß an diesem Kack-Spiel. Okay, Solo-Modus ist gut, klar, da passiert ja sowas nicht. Aber der Online-Modus hat mich jetzt gerade richtig... Diese Kack-Server, Alter. Naja, die nächste Folge wird ja sowieso eine Solo-Folge. Ich gebe denen noch eine Chance bis zur... übernächsten Folge halt, wo wir wieder online spielen. Aber wenn die ihre Kack-Server bis dahin nicht gefixt haben, dann fasse ich Online-Modus nicht mal an, ey. Weil ich meine, was bringt das? Vielen Dank fürs Zuschauen dieser katastrophalen Folge. Ich glaube, das ist die schlimmste Let's Play-Folge, die ich je aufgenommen habe, wirklich. Ja, also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da. Und tschüss, ne?